Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Smile von Katy Perry in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Smile von Katy Perry, das Ganze am 28. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das sechste Album von Katy Perry, Smile. Wir haben hier die Vinyl Edition in einem Gatefold zum Aufklappen. Hier oben lesen wir einmal den Namen der Interpretin Katy Perry, darunter den Albumtitel Smile. Die Buchstaben sind hier auch so angeordnet, wie so ein lachender Mund, so ein lächelndes Gesicht. Und dann haben wir hier die Interpretin mit einer Clownsnase und einem sehr ungewöhnlichen Outfit. Also sie hat hier ein dunkelblau, beige, dunkelblau-weiß mehr oder weniger oder cremefarbenes Oberteil an und links und rechts hat sie dann noch so Polster, genau in dieser Optik und eine Clownsnase. Also sie ist hier offensichtlich als Clown verkleidet, auch wenn sie hier nicht ganz so glücklich scheint damit. So, auf der Seite lesen wir auch Katy Perry, Smile und dann haben wir noch die Nummer. Und auf der Rückseite, ja, wie gesagt, nicht so glücklich. Hier weint die gute Frau auch, also wir haben hier Tränen. Und nochmal das Gesicht in Nahaufnahme. Unten rechts gibt es den Barcode, unten links die Labels. Und hier in den Tränen finden dann die einzelnen Tracks Platz. Also, wir haben hier die ersten 6 Tracks und hier weitere 6 Tracks, bedeutet insgesamt 12 Stück. So sieht das aus. Ein Feature ist hier mit dabei, und zwar, hier lesen wir es, von Diddy. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, relativ ungewöhnlich, denn normalerweise, wenn man diese Gatefolds verwendet, dann hat man hier 2 Vinyls drin, eine hier, eine hier. Allerdings die erste Stecktasche hier, die ist einfach zugeklebt worden. Somit haben wir nur eine Vinyl hier drin. Dann die Interpretin, auch wieder in so einem Clownskostüm, wie sie sich hier selbst einen Kuchen, eine Torte ins Gesicht knallt. Ja, auch das scheint sie nicht allzu sehr zu erfreuen. Und dann kommen wir zur Vinyl an sich. Machen wir mal kurz zur Seite. So sieht das aus. Also wir haben hier die Vinylhülle bedruckt. Auf dieser Seite haben wir die ersten 6 Tracks inklusive der kompletten Credits und der Lyrics abgedruckt. Also hier ist wirklich alles an Informationen, was man zu einem Track sich wünscht, mit dabei. Darunter nochmals Katy Perry mit ihrem wunderbaren Clownskostüm. Allerdings hat sie hier scheinbar dann doch mehr Freude. Also das sieht dann schon eher nach Smile aus. Und auf der Rückseite, ja, da sieht sie wieder recht gelangweilt, recht schlecht gelaunt aus. Auch wieder diverse Tracks samt Lyrics. Eine umfangreiche Danksagung der Beteiligten des Albums, alles hier zu lesen. Ja, und natürlich noch das Foto. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Vinyl an. Die kommt hier in einer ganz speziellen Farbe. Und zwar hat das hier so ein Cremefarben. Ich glaube, auf der Website stand damals Bone White, also Knochenweiß. Katy Perry Smile lesen wir hier. Das ist in diesem Fall die B-Seite mit 6 Tracks. Und auf der Rückseite, beziehungsweise auf der Vorderseite, die A-Seite mit den ersten 6 Tracks. Das Ganze hier in der Mitte auch nochmal in so einer Kuchen-, in so einer Törtchen-Optik gestaltet. Gut, dann packen wir die Vinyl wieder zurück in die Hülle. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Album-Vinyl, die kommt hier in der bedruckten Vinyl-Hülle mit insgesamt 12 Tracks, 6 auf der A- und 6 auf der B-Seite. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition, Smile von Katy Perry. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Katy Perry unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.